Das war auf jeden Fall mein Weg, wo ich es geschafft habe, da letztendlich den Durchbruch zu erzielen in dieser Ebene, in der emotionalen. Bin ich aufgewacht, ja, und kann jetzt mit Wut, Angst und Trauer sein und sie verhelfen mir jetzt sogar des Aufwachens. Wenn ein Auslöser da ist, erkennst du ihn sofort als solchen und bist in einem Zustand erhöhter Alarmbereitschaft. Nach 1 bis 2 Sekunden nimmst du auch die emotionale Reaktion wahr, mit der sich der Schmerzkörper meldet. Aber in deiner jetzigen wachsamen Präsenz identifizierst du dich nicht mit ihm. So, dass er dich nicht vereinnahmen und zur Stimme in deinem Kopf werden kann. Na, wir haben ja jetzt dauernd geredet über Gedanken und Stimme im Kopf, das ist dasselbe. Das geht allerdings nur, wenn du gleich in der ersten Sekunde merkst, dass diese Resonanz, dass du da nicht reingehst, sondern erkennst, hups, ist das jetzt der Schmerzkörper, der auf mich zugreift, oder bin ich das? Denn das Sein hat keinen Schmerzkörper, das braucht das nicht, diese starke Reaktion. Ja? Das braucht nur der Schmerzkörper, um sich einzuhaken und dich in einen Opferzustand zu schicken. Oder Täter oder Retter. Das habe ich bereits aufgemalt. Wenn du in dem Augenblick, das ist so süß, jetzt kommt so ein Tipp für Partnerschaften, ne? Partnerschaftstipp. Wenn du in dem Augenblick gerade mit deinem Partner oder Partnerin zusammen bist, sagst du vielleicht, was du gerade gesagt oder getan hast, hat meinen Schmerzkörper aktiviert. Also wenn du das merkst, sagst du einfach dem anderen, was du gerade gesagt oder getan hast, hat meinen Schmerzkörper aktiviert. Triff mit deinem Partner die Vereinbarung, dass ihr es sofort erwähnt. Wenn einer von euch etwas sagt oder tut, das den Schmerzkörper des anderen aktiviert, dann kann sich der Schmerzkörper nicht länger am Beziehungsdrama laben und statt euch ins Unbewusste zu ziehen, hilft er euch voll und ganz präsent zu sein. Also du kannst das Ding switchen dann. Ja? Jedes Mal, wenn du beim Aktivwerden des Schmerzkörpers gegenwärtig bist, verbrennt etwas von der negativen emotionalen Energie des Schmerzkörpers und verwandelt sich in Präsenz. Dann zieht sich das, was vom Schmerzkörper übrig ist, schnell zurück und wartet darauf, dass sich eine bessere Gelegenheit ergibt, wenn du weniger bewusst bist. Eine solche Gelegenheit bietet sich dem Schmerzkörper, wenn du deine Gegenwärtigkeit verlierst. Vielleicht nach ein paar Drinks oder einem brutalen Fernsehfilm. Schon die kleinste negative Regung, wie Gereiztheit oder Verärgerung, kann der Aktivierung des Schmerzkörpers Vorschub leisten. Der Schmerzkörper braucht deine Unbewusstheit. Das Licht der Gegenwärtigkeit hingegen kann er nicht ausstehen. Ja. Sei also ein Licht der Gegenwärtigkeit und dein Schmerzkörper wird sich verkrümeln. Das mag er überhaupt nicht, weil er kommt ja aus der Dunkelheit. Er mag das Dunkle, den Stress, das Drama, kein Geld haben, Krankheiten, alle möglichen Situationen. Das waren jetzt zwar hier nur 2 Seiten aufgeschrieben, aber hat ein bisschen gedauert hier, ne? Aber ich fand das so unglaublich genial und hoffe, dass es euch auch was gebracht hat und irgendwie so ein bisschen Klick gemacht hat oder so. Und ich finde das immer so cool, so Sachen, was kann ich also machen, so mit deinem Partner darüber das ausmachen. Das, na gut, das ist so wieder die Idee, das setzt natürlich irgendwie voraus, dass beide schon so weit sind, irgendwie sowas überhaupt im gleichen Bewusstsein zu sein. Weil wenn du mit einem Partner hast, der darüber noch gar nichts gemacht hat oder über Schmerzkörper noch nie was erfahren hat oder auch nichts erfahren will oder sagt so ein Schmann, lass mich damit in Ruhe, was machst du dann?
Das sind schöne Sachen so. Was machst du dann, wenn du auf einem anderen Bewusstseinszustand bist als dein Partner? Dann greift wieder mehr so die richtige Sache des, okay, ihr müsst mal da zusammen dran arbeiten, damit du überhaupt auf so eine Ebene gemeinsam kommst. Das ist dann wieder alleine nicht, fast nicht so zu machen. Da muss dann bei beiden einfach näher hingeguckt werden, weil von außen sieht einer das immer in Klarheit. Ich allerdings spreche jetzt nicht von Psychotherapie, weil du kannst es 10 Jahre, 12 Jahre, 15 Jahre machen. Ich habe schon einige Leute gehabt, die so ewig lange therapiert werden und dann, naja, gut analysieren können und was weiß ich, aber ihre Probleme sind immer noch die gleichen. In diesem Sinne, ja, freue ich mich, wenn wir alle jetzt gerade noch ein bisschen wacher geworden sind und in unserer Präsenz bleiben können, so oft wie möglich. Die Möglichkeit besteht. Wenn du Hilfe brauchst, dahingehend oder irgendwas wissen willst darüber oder mal einen Workshop machen oder da genau hingucken willst, dann melde dich gerne unter 089 122 96 485. Und ja, tata! So. Ich möchte jetzt hier gleich noch was anbieten. Und zwar möchte ich bekannt geben, dass es demnächst einen Workshop gibt, der heißt Familienheilung, den ich präsentiere und gebe. Und ich lade ganz herzlich alle Eltern dazu ein, dafür zu sorgen, dass Heilung in der Familie geschehen kann. Dazu brauchen wir nicht die Kinder, nein, 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 nein. Aber das wird sicherlich, wenn Eltern an sich arbeiten, geht das automatisch ins Feld der Kinder und können sich entspannen, ja, weil ihr das endlich in die Hand nehmt und da ganz bewusst daran arbeitet. Ihr seid ja energetisch verbunden. Ich weiß nicht, ob ich das habe ich schon mal gesagt in einem anderen Video, ne? Also du kannst die Familie noch so sehr verleugnen, das klappt nicht, ne? So, also so wie bei mir, der Vater sagt, ja, ich habe keine Familie. Ich will nur das Kind ab und zu haben und Spaß damit haben. Mehr will ich nicht, ne? Letztendlich diese Verleugnung nährt wieder nur das Ego und der Widerspruch des Schmerzkörpers. Der Schmerzkörper wird genährt, weil das Jetzt sagt, dass wir seit 10 Jahren eine Familie haben und die besteht aus einem Band. Eine Familie hat ein Band, da ist da ein Kind oder deine Kinder, aber nicht vermischt mit den, wenn es verschiedene Väter sind, sind es verschiedene Familien, ganz klar, oder verschiedene Mütter. Die kannst du nicht miteinander vermischen, die haben keinen Band, sondern Vater, Mutter, Kind hat ein energetisches Band. Und das ist auch das Problem der Energiefelder, von denen habe ich auch schon mal gesprochen. Diese Verneinung strapaziert diese Bänder unglaublich. Und das ist ein Zerren und Ziehen und ein Heckmeck, ja? Und das ist das, was auch die Kinder spüren. Und damit das aufhört, trage ich jetzt dazu bei und mache ab sofort Familienheilungsworkshops. Wenn dich das interessiert, melde dich gerne einfach und hinterlasse, ich habe da auch ein AB, ja, da kannst du deinen Namen hinterlassen und eben das Stichwort Workshop Familienheilung. Dann, wenn es geht, eine E-Mail-Adresse hinterlassen. Wenn es geht, langsam sprechen, damit ich das auch so richtig mitkriege und wir das im Office richtig aufnehmen können. Du würdest dann praktisch in diese Workshop-Reihe mit einfließen können. Die ganzen Eltern, die bündel ich in einem Adressbuch sozusagen, das natürlich nicht weitergegeben wird, sondern nur für den Zweck gebraucht wird, die Menschen alle zu informieren auf einmal. Wann wir das machen und wo wir das machen, hängt davon ab, wie viele Menschen sich jetzt dann melden und wo sie überall sitzen, ne? Wir sind ja auch global überall verteilt. Und ich werde euch dann darüber informieren, wie der Stand der Dinge ist. Das hängt alles ganz davon ab, wie viele Menschen melden sich, wo sind sie, wo gibt es geeignete Räume, ja? Wie sind die Preise der Räume, was kostet das Ganze? Das kann ich dir jetzt ad hoc noch nicht sagen. Auf jeden Fall werde ich das in einem sehr guten Preis anbieten. Und das hängt natürlich auch davon ab, wo, an welchem Ort fahre ich irgendwo hin? Hat irgendjemand einen Raum vielleicht, der jetzt nicht so im Preis hoch ist? Dann ist das natürlich auch gern gesehen.
Gib mir einfach Feedback, wenn du irgendwie eine Idee hast oder Möglichkeiten hast, wo du viel Platz hast und wo wir uns auch alle treffen können. Und wir könnten einfach mal starten mit entweder einen Tag oder mir wäre es auch lieb, vielleicht fast mit einem Wochenende. Also ich arbeite ja mit den Menschen 7 Tageweise. Also das ist immer so eine, ich finde, wir brauchen einfach Zeit. Ja, wir brauchen einfach Zeit und dieses ewige 20-Minuten-Wechselschritt mit den Leuten bei den Ärzten, das klappt ja irgendwie auch nicht. Der Arzt kriegt ja gar nicht so richtig mit, um was geht es hier überhaupt, ne? Und ja, da auch erstmal eintauchen zu können und da auch gemeinsam mal in verschiedene Prozesse zu gehen, macht meines Erachtens nach Sinn. Und ja, wir gucken mal, ob ein Wochenende zustande kommen kann. Und ihr sagt mir einfach Bescheid, genau, wenn jemand einen Ort möchte oder wenn er selbst irgendwas organisieren will, irgendwo bei sich oder da auch schon viele Menschen kennt, dann gucken wir einfach mal. Ich komme auch überall hin, das ist kein Problem. Ich bin nicht auf einen Ort festgelegt und gefesselt, das ist natürlich Blödsinn. Ich komme sowieso überall dahin, wo ich gebraucht werde. Hier nochmal die Nummer für die Familienheilung. 089 122 96485. Und eine Gruppe hat einfach auch immer einen noch größeren Heilungseffekt als alleine an sich zu arbeiten. Also ich rate immer zu Kombinationen von beiden, weil speziell die Gruppe hat einen ganz speziellen Heilungseffekt. Vielen Dank auch für dein Feedback und ich hoffe, wir sehen uns bald und nehmen alle teil an der inneren eigenen Familienheilung und damit tragen wir natürlich auch bei, dass es in der Welt demnächst anders wird. Vielen Dank und leite es gerne weiter. Bis dann. Tschüss.